Die Leipziger Radrennbahn war einst Austragungsort von Weltmeisterschaften oder den legendären Steherinnen. Für das Publikum gehörten die Auftritte der Könige des Bahnradsports zu den Feiertagen. Organisiert wurden diese und viele andere Rennen auf der Zementpiste in Leipzig-Kleinschocher über den Zeitraum von fast einem halben Jahrhundert von diesem Mann, von Wolfgang Schoppe. Ein Radsportverrückter, der einst auch selbst aktiv gewesen war. Ich war BSG-Sportler. Also ich bin nicht staatlich gefördert worden, bin ordentlich auf Arbeit gegangen und habe 8 Stunden gearbeitet und bin ganz gut Radrennen gefahren. Treff mit dem heute 76-Jährigen an seiner alten Wirkungsstätte. Er will uns seine Geschichte erzählen, die auch etwas mit Doping zu tun hat. Begonnen hatte alles vor ziemlich genau 50 Jahren. Wolfgang Schoppe wird zu einem 2-wöchigen Lehrgang nach Kreischa bei Dresden eingeladen. Man hat gesagt, man will uns mal testen, BSG-Sportler, unter erschwerten Bedingungen, also viel Training, ordentliches Essen und so weiter. Und man hat das ein bisschen umschrieben, da gibt es Vitamintabletten und so. Und ja, da habe ich natürlich zugesagt, 14 Tage nicht arbeiten, war ja sensationell. Bevor die BSG-Sportler aber aufs Rad steigen, bekommen sie noch einen Hinweis in eigener Sache. Dann hat man gesagt, ihr sollt testen, wie unsere Sportler ordentlich vorbereitet zu den Olympischen Spielen 1972 nach München fahren. Dort müssen wir den Klassenfeind im eigenen Lande besiegen. Schoppes Lehrgang in Kreischa ist also Teil der zielgerichteten Olympia-Vorbereitung im DDR-Sport. Nichts wird dem Zufall überlassen. Dieser erste Lehrgang 68, der war aus meiner Sicht noch relativ harmlos. Da haben wir zwar früh immer so 2, 3 Pillen gekriegt, irgendwas, weiß ich nicht. Unterwegs wurde dann Blut abgenommen, die Werte und so weiter, war alles in Ordnung. Und ich wurde dann 69 wieder eingeladen. Und das war dann der Lehrgang, wo es dann schon etwas anders zur Sache ging. Es gab mehr Pillen. Jeden Früh um 5, um 6 weckte dich die Schwester und gab dir dann so 5, 6, 7 Tabletten, die du schlucken musstest. Da war auch manchmal Pulver dabei. Von diesem Lehrgang hat Wolfgang Schoppe noch seine Behandlungskarte. Allerdings sind die Angaben darin sehr spärlich. Dabei waren sie damals 2 Wochen lang im Reha-Zentrum in Kreischa rund um die Uhr betreut worden. Was auch komplett fehlt, die tatsächlich verabreichten Mittel an die Sportler. Fakt ist, das Trainingspensum war enorm. Festgehalten wurde es von Wolfgang Schoppe selbst. Am ersten Tag gleich haben wir einen Zeitfahren gefahren, über 30 Kilometer. Von Dresden nach Kreischau, da bin ich Vorletzter geworden, weiß noch ganz genau. Da war einer nur schlechter als ich. Und als wir dort wieder abreisten, haben wir wieder einen Zeitfahren gemacht und da bin ich 4. geworden. Also der Effekt war absolut da. Ich behaupte heute, was ich dort gekriegt habe, hat mich in die Lage versetzt, besser zu fahren als vorher. Und wenn ich heute zurückblicke, hätte ich nur gerne eins gewusst, was hast du damals gekriegt? Zwischen den Olympischen Spielen 1968 und 72 beginnt im Sport das Wettrüsten mit allen Mitteln. Es ist zu vermuten, dass bei diesem Lehrgang die Einnahmezyklen von Dopingmitteln unter Höchstbelastung getestet wurden. Nicht zuletzt deuten auch Schoppes Nebenwirkungen darauf hin. Die ersten 3 Nächte konnte ich überhaupt nicht einschlafen. Man hat die Pillen genommen, weiß ja nicht, was es war. Aber es war eben so, dass du so euphorisch warst, dass du dich richtig drauf gefreut hast, wenn es endlich morgen war, dass du wieder aufs Fahrrad konntest. Es war sensationell gut. Auffällig auch Schoppes enorme Leistungssteigerung. Der gewiss nicht mit Siegen verwöhnte BSG-Fahrer steht in den nächsten Wochen nach jedem Rennen auf dem Podest. Trotzdem fliegt er aus dem Kreischa-Kader, weil er sich weigert, am gerade gegründeten Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig weiterführende Tests machen zu lassen. Auch darüber ist bis heute kein Vermerk in den Akten zu finden. Im Nachhinein habe ich ja auch ein bisschen recherchiert und habe mit vielen gesprochen, die da befasst waren. Da rückt ja keiner richtig mit der Sprache raus, aber die haben eben bloß gesagt, naja, die Trainer damals, ihr wart Versuchskaninchen. Die Versuchskaninchen sind radsportbesessen, willig und, was das Thema Doping angeht, ziemlich naiv. Wie hättest du denn reagiert, wenn einer gesagt hätte, ich habe hier was, das ist Doping, das heißt unterstützende Mittel oder wie auch immer, hättest du die genommen? Ja, ich muss heute sagen,
Also ich war damals so ehrgeizig. Ich habe gar nicht gewusst, was Doping in dem Sinne ist, was das für Folgen haben kann. Schoppe war mit Sicherheit kein Einzelfall im DDR-Leistungssport. Die Siege um jeden Preis gab es in der Folge aber nicht nur auf höchster, auf olympischer Ebene. Auch Wolfgang Schoppe greift in den 70er Jahren regelmäßig zu den blauen Pillen. Turiner Böll, das haben wir ja im Frühjahr immer genommen, weil es hieß, Turiner Böll baut dir die Muskeln auf, das hat keine Nachwirkung. Das haben wir genommen, so ehrlich muss ich sein. So, und da hat ja aber keiner gesagt, dass das schädlich sein könnte. Nichts, gar nichts. Und da bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ich brauche mal 3 Schachteln. Und da hat er mir die verschrieben. Da war dann seine erste Antwort, du hast wohl eine recht gierige Freundin oder so. Ich sage, nee, Radsport und so. Wobei ich eben toi, toi, toi gesund geblieben bin. Wolfgang Schoppe ist nach wie vor eng mit dem Radsport verbunden. Er meint, die jungen Sportler wüssten heute viel mehr über Doping und die Konsequenzen. Ob sie alle sauber sind, kann er nur hoffen. Wissen kann er es nicht.